Vielen Dank. Ja, ein herzliches guten Morgen aus Oberursel. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei unserem letzten Webinar in diesem Jahr dabei zu sein. Wir haben heute das Thema Börsenjahr 2020. Was kommt? Wenn man so aus dem Fenster guckt, dann merkt man, das Jahr geht langsam zu Ende. Was kommt? Da denke ich als erstes daran, dass bald das Christkind kommt. Und dann ist die Frage, was bringt das für Überraschungen im nächsten Jahr mit? Was kommt in 2020? Das werden wir gleich hören von dem Herrn Dr. Schlumberger. Ich bin gespannt auf die Präsentation. Wir haben die Möglichkeit, während der Präsentation Fragen zu stellen. Wir haben eine Chatfunktion. Wenn es passt, werden wir die Fragen zwischen reinnehmen. Ansonsten werden wir sie alle am Ende der Veranstaltung nochmal besprechen und Sie bekommen dann auch wie immer die Präsentation im Anschluss zugesendet. Ja, dann möchte ich übergeben an den Manfred und bin gespannt, was uns das nächste Jahr bringt. Ja, schönen guten Morgen an alle. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ja, was bringt das neue Jahr nun? Zunächst mal ja eine Bescherung. Die Frage ist natürlich, ob das ganze nächste Jahr vielleicht sogar eine Bescherung bringt. Und dann ist die Frage, eine gute oder eine schlechte Bescherung. Ich möchte mal beginnen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe vor, oh, ich glaube jetzt 6, 8 Wochen, habe ich meinen Bruder mal wieder in meiner schwäbischen Heimat besucht. Und er hat mir dann zum Kaffee hat er mir dann aus der lokalen Südwestpresse oder Südwestpresse heißt sie, glaube ich, eine ganze Seite hingelegt mit Marc Friedrich, der größte Crash aller Zeiten, naht. Ich muss dazu sagen, zum Hintergrund, mein Bruder hat in seinem Leben hauptsächlich in Telekom und Daimler investiert. Telekom wegen Manfred Krug und Daimler, weil er da geschafft hat. Und vor einem Jahr jetzt hat er das jetzt nicht mehr ausgehalten, hat sich dann auch irgendwann geschworen, dass er nie wieder Aktien kauft, aber ist dann vor einem Jahr schwach geworden und hat mich gefragt, was er machen soll, weil er mit den Zinsen so unzufrieden war. Ich habe ihm dann, da man ja nie eigene Produkte empfehlen soll, sonst macht man sich ja in der Verwandtschaft sehr unbeliebt, habe ich ihm dann zwei Indexfonds empfohlen, natürlich die billigsten, und habe gesagt, hier kauf mal 50% MSCI Welt, 50% MSCI Europa. Und er war jetzt nicht ganz unzufrieden, aber er war eigentlich geneigt, jetzt doch wieder zu verkaufen. Ich habe ihn jetzt nochmal davon abgehalten, weiß natürlich auch nicht ganz genau, wie das Jahr kommt, aber habe ich daraufhin natürlich mal auch so ein bisschen mit diesen Crash-Propheten mal beschäftigt. Ich war beim Hugendubel letztes Mal, habe da mal ein bisschen mal bei Marc Friedrich geguckt und habe sogar mich entschlossen, oder habe sogar den Max Otte gekauft, natürlich auf Kosten des Hauses, weil ich mir gedacht habe, okay, bei einem ehemaligen Fachhochschulprofessor, da lohnt sich vielleicht mal reinzugucken. Aber es ist jetzt ihm eher schwer gefallen. Wie gesagt, wir sehen uns, oder ich sehe ihn im Januar bei IFIF, also wenn Sie da Zeit und Lust haben, sind wir zusammen auf dem Podium und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich habe mal so ein bisschen da durchgeguckt und im Prinzip ist es natürlich ein Sammelsurium an Argumenten, die da kommt. Ein Argument, was kommt und was auch nachvollziehbar ist, dass der Zyklus halt schon so lange dauert, der Börsenzyklus wie der Wirtschaftszyklus, dass der irgendwann zu Ende gehen muss. Das zweite große Thema, was sich bei allen durchzieht, ist das Thema Verschuldung. Eine gewaltige Verschuldung weltweit bei Unternehmen, Haushalten, Staaten etc. pp. Das dritte Argument, was man findet, ist, dass viele Anlagen extrem überbewertet sind, Aktien sind überbewertet, wir haben Blasen überall, Rentenmarkt, Aktienmarkt, Immobilienmarkt und die müssen spätestens, wenn die Zinsen ein bisschen steigen, müssen die platzen. Das Ganze wird dann, wie gesagt, im Staatsbankrott enden. Last but not least dann das große Thema neue Weltordnung, politische Unsicherheit, China und so weiter und so fort, was ja auch alles realistisch ist. Das war so das. So, das sind die letzten Ingredienzen. Es gab da meistens noch ein paar dazu. Der Euro geht zugrunde, der Populismus, die extreme Divergenz zwischen Arm und Reich und so weiter und so fort. Das sind so die grob die Argumente, die da aneinander gefügt werden. Und deswegen wollte ich mal vorne weg, weil die ganz auf den ersten Blick kann man die Argumente ja nicht wegwischen, wollte ich da zunächst vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Da geht es natürlich sicherlich jetzt auch Richtung der nächsten 2, 3 Jahre. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch mal den Börsenzyklus an. Ich nehme halt die USA, der ist einfach, weil er so schön lange dauert und mal nicht nennenswert unterbrochen wurde durch die Weltkriege. Und wir haben da hier so eine Messung, die ist so ein bisschen, wie soll ich sagen,
Sie haben uns ein bisschen an die von dem Robert Schiller angelegt. Das ist immer vom letzten lokalen Minimum, ganz unten im Kleingedruckten steht, vom letzten lokalen Minimum nach einer 20%-Korrektur, das ist ja eigentlich die Definition einer Base, bis zum nächsthöheren lokalen Maximum vor einer 20%-Korrektur. Also nicht so ganz einfach von der Definition. Es gibt auch andere, aber es ist halt jetzt mal unsere. Und man sieht ja, dieser Börsenzyklus mit bald elf Jahren, der ist natürlich schon verdammt lange. Also nach unserer Definition hätte es auch einen gegeben in der Nachkriegszeit, der fast 15 Jahre gedauert hat. Also von daher, ja, wir sind fortgeschritten, wenn man ein Crashbuch schreibt, sicherlich kein ganz schlechter Zeitpunkt. Friedrich schreibt ja auch, dass also der Crash spätestens 2023 kommt. Also er hat das auch so ein bisschen sich Luft genommen. Die anderen machen es nicht ganz so konkret. Und wenn man hier, wenn Sie hier nochmal 4 Jahre dazu rechnen oder 3,5 Jahre dazu rechnen, dann wären Sie natürlich ungefähr bei diesen 14,5 Jahren, die der längste gedauert hat. Also da war schon eine gewisse, denke ich mal, Überlegung dabei oder Kalkül dabei, als er diese 2023 da aufgerundet hat. Muss natürlich fairerweise dazu sagen, sein erstes Crashbuch stammt aus 2012. Warum jetzt? Jetzt ist, glaube ich, sein drittes oder viertes. Die Begründung, warum jetzt eben endgültig Schluss ist 2023, ist natürlich, er ist ja sehr, schrott ja ein bisschen vor Selbstbewusstsein. Also der Grund ist ganz einfach, er hat ja die Politik gewarnt mit seinen früheren Büchern. Keiner hat auf ihn gehört und jetzt ist eben Schluss. Jetzt ist auch nichts mehr zu machen. Es gibt also keine Rettung mehr. Spätestens 2023 kommt er. Kann gut sein, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit über die nächsten Jahre, dass irgendwann mal wieder eine Börsenkorrektur kommt, ein Crash nach der Definition größer 20%. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht ganz, ganz gering. Ja. Aber gehen wir noch so ein bisschen zu den Gründen, warum die denn kommen könnten. Wie gesagt, Länge des Zyklus ja, aber ist nicht wirklich überzeugend, weil ich muss da immer an Robert Schiller denken, und dem beziehen wir uns hier ein bisschen, Wirtschaftsnobelpreisträger. Er hat 96 zum ersten Mal vor der irrationalen Übertreibung an den Finanzmärkten gewarnt. Sie erinnern sich vielleicht noch 96. Die Rosse ging dann bis Frühjahr 2000. Der S&P hat sie mehr als verdoppelt. Er hat die Warnung dann mehrmals noch wiederholt und gilt deswegen natürlich heute auch als jemand, der den Crash vorhergesagt hat. Aber soweit nur zu dem Thema Vorhersagen von Crash. Sie müssen zwar jeden Tag wiederholen, dann haben Sie irgendwann natürlich auch recht. Aber schauen wir auf das Thema Verschuldung. Und fangen wir mal mit der Staatsverschuldung an. Ja, die ist seit der Finanzkrise kräftig hochgegangen. Und das Horrorland schlechthin ist natürlich Japan mit knapp 240% Staatsverschuldung bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Und Japan und die Anleihen, also die Hälfte der japanischen Staatsverschuldung, liegt in Händen der japanischen Zentralbank. Also ein Perpetuum mobile, wenn man so will. Und ja, als ich noch zur Uni gegangen bin, war das eigentlich nicht vorstellbar. Damals war man der festen Überzeugung, dass so eine Situation zu Inflation, zum Staatsbankrott, zum Zusammenbruch führen würde. Jetzt sehen wir halt, Japan funktioniert erstaunlich gut und wahrscheinlich wird es auch noch weiter funktionieren. Warum? Gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Gucken wir also wie gesagt, Staatsverschuldung, ja, ein Problem. Allerdings schauen wir uns doch mal die Verschuldungssituationen in anderen Bereichen an. Private Haushalte zum Beispiel, ist die Verschuldung in den letzten 20 Jahren eher zurückgegangen. In den USA auch seit 2008, ganz klar Finanzkrise, geht die Verschuldung tendenziell eher zurück. Als Haupterklärung gilt A, die Finanzkrise, sicherlich ein bisschen für die USA, aber gilt natürlich auch die demografische Entwicklung. Nach dem Motto, je älter man wird, sinkt die Verschuldung tendenziell. In jungen Jahren verschuldet man sich eher, Stichwort Familiengründung, Haus etc. pp. Also die private Verschuldung geht eher zurück. Und die Sparquote, auch da, die ist jetzt nicht in allen Ländern gleich von der Entwicklung her. Aber wir sehen auch in den USA steigt die Sparquote seit der Finanzkrise. Ganz klar, die war unter Null. Aber wenn die richtige Chart hier nicht so ganz rauskommt. Aber die war eigentlich mal unter Null und ist jetzt so im Bereich von 7-8%. Also jetzt nicht so hoch wie in vielen anderen Ländern, wie in Deutschland zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall eine positive Sparquote. Es gibt so eine Theorie, dass die Sparquote steigt, je älter die Leute werden. Das ist bis zu einem gewissen Grad richtig, weil die noch vorsorgen für ihr Alter. Und dann allerdings gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Sparquote dann sinkt. Und den Punkt haben wir bereits in Japan
überschritten. Also in Japan sinkt bereits die Sparquote, kann aber deswegen, je älter sie werden und dann wirklich nicht mehr arbeiten können und im Pflegeheim landen, dann findet letztlich nur noch Konsum statt. Und das heißt, sie entsparen dann. Schauen wir auf China, ein Land mit einer gewaltigen Sparquote. Die Daten sind ja aktuell, die gibt es in China nicht aktueller, aber sie dürfen so um die 30% sein, ist die Sparquote aufs verfügbare Einkommen. Also ein gewaltiges Sparreserven der privaten Haushalte, gleichzeitig in einem Umfeld, wo die Verschuldung der privaten Haushalte eher fällt. Also von der Seite wahrscheinlich kein Problem, ganz im Gegenteil. Da steht ja einiges an Sparvolumen zur Verfügung, was andere verwenden können. Das können die Unternehmen sein, ganz klar über Kredit. Das kann aber eben auch der Staat sein. Schauen wir auf die Unternehmen. Da habe ich jetzt leider nur schlechte Vergangenheitszahlen, jetzt nur seit 2014 gefunden. Da sieht man ja, steigt überall an, tendenziell aber überschaubar. Höchste Unternehmensverschuldung ganz klar in China. Allerdings geht diese Unternehmensverschuldung wesentlich zurück auf die Staatsunternehmen, auf die ineffizienten Staatsunternehmen, die man streng genommen eigentlich dem Staat zurechnen müsste. Jetzt ist die Staatsverschuldung in China nur etwas über 50%. Das heißt, wenn man die dazu nimmt, ist zwar auch eine kräftige Verschuldung, allerdings relativiert sich das natürlich ein bisschen. Da sind wir auch wieder beim Thema hohe Sparquote, habe ich gerade erwähnt, in China von der Refinanzierung eigentlich nicht so ein ganz großes Problem. Aber trotzdem ein großes Thema USA, Stichwort niedrige Zinsen, Unternehmen verschulden sich, um ihre Aktien zurückzukaufen, um Gewinn pro Aktie zu steigen. Ja, das findet statt, das ist fürs langfristige Wachstum der Volkswirtschaft nicht gut, aber ist jetzt, sagen wir mal, nicht keine extreme Verbesserung der Bilanz. Dann gibt es diese große Theorie der Zombie-Unternehmen. Laut BITS sind es ungefähr 10%, es gibt auch Schätzungen von 15%. Jetzt muss man natürlich nicht den Fehler machen und sagen, okay, 10-15% vom DAX oder der S&P 500 sind Zombie-Unternehmen, sondern es ist bezogen auf die Gesamtzahl. Das heißt, es handelt sich bei diesen Schätzungen um eher sehr, sehr kleine Unternehmen. Also ich kann mir da in Deutschland sicherlich den einen oder anderen Automobilzulieferer vielleicht vorstellen, mit einer extremen Verschuldung, den sowas treffen kann. Ob das heute eine gewaltige Krise auslösen würde, würde ich bezweifeln, angesichts des Tatbestandes, dass wir Vollbeschäftigung in nahezu allen Industrieländern haben. Also selbst wenn es hier zum Ausscheiden kommt, könnte das von der Krise her, glaube ich, überschaubar sein. Aber ganz klar, da könnte etwas drohen, wenn Zinsen deutlich steigen. Ich glaube, da reicht nicht, wenn sie mal ein halbes Prozent oder ein Prozent steigen. Da müssten sie schon kräftig steigen. Ob das so realistisch ist, komme ich gleich auch noch drauf. Ja, fassen wir das Ganze also mal ein bisschen zusammen. Und hier aggregieren wir jetzt mal die privaten Ersparnisse. Das sind aber natürlich nicht nur die Ersparnisse der privaten Haushalte, sondern auch der Unternehmen. Ja, Unternehmen haben Cash auf der Bilanz. Grob greift man es ab über die Gewinne, über die Wertschöpfung. Und wenn wir das aggregieren, was quasi private Haushalte und Unternehmen zur Verfügung haben, was sie ausgeben können, sind wir bei den privaten Ersparnissen auch hier wieder im Prozent zum BIP. Darunter in der grauen Farbe sind die privaten Investitionen. Also das, was die Unternehmen tatsächlich investieren. Und wir sehen, wenn wir hier mal auf Deutschland gucken, auf Japan gucken, das gilt aber auch für Europa insgesamt, dann sehen wir ein Gap, eine Lücke, und zwar eigentlich schon seit 20 Jahren, eine Lücke zwischen dem, was an Kapital zur Verfügung steht in einer Volkswirtschaft und dem, was tatsächlich an Investitionen passiert. Das heißt, die Differenz kann der Staat ausgeben über öffentliche Investitionen. Alte Theorie, makroökonomische Theorie, I gleich S, Investition gleich Ersparnis, aber ich erspare mir jetzt den Rest, sonst wird es ein bisschen länger dauern. Das ist so grob das, was da dahinter steckt. Das heißt, der Staat hat die Möglichkeit, dieses Kapital zu nutzen, ohne sogenannte Crowding-out-Effekte zu erzeugen, also den privaten Sektor zu verdrängen, indem er das verwendet. Und das erklärt auch, warum Japan sich diese horrende Staatsverschuldung leisten kann. Insbesondere, weil sie diese Verschuldung ja bei den eigenen Bevölkerung vornimmt. Japan exportiert sogar Kapital noch. Das heißt, diese ganze Staatsverschuldung ist letztlich refinanzierbar über die eigene Bevölkerung. Und da gibt es so eine grobe Regel. Ein Staat, der souverän ist, also währungssouverän ist, seine eigene Währung hat, flexible Wechselkurse akzeptiert und sich nicht in Fremdwährung verschuldet, kann eigentlich nicht pleite gehen. Gegenargument kommt jetzt wahrscheinlich Deutschland in den 30er Jahren. Ja, Deutschland war extrem hoch verschuldet.
im Ausland. Stichwort Reparationen. Jetzt kommen wir mal auf Länder wie Argentinien oder Türkei. Argentinien ist, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal pleite gegangen. Das werden die sicher in Zukunft auch noch machen. Wenn ich das dort investiere, muss ich mir dessen bewusst sein. Aber ich glaube, das macht ja auch nur der Hasenstab. Und das ist ja, wer weiß ja, was er tut, oder ist zumindest auch kein Hasenfuß. Argentinien, auch wieder spannend. Friedrich Schwab hat, habe ich letztens irgendwo gelesen, hat mal als Touri Argentinien besucht und hat dann die argentinischen Staatsbankrott mal untersucht, und da hat er gelernt, dass das uns allen jetzt in Kürze bevorsteht. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil, wie gesagt, Argentinien massive Auslandsverschuldung in Fremdwährung. Das heißt, da bin ich natürlich Opfer dann vom Währungsfonds, von Umschuldungsverhandlungen, und letztlich habe ich dort ein Problem. Das gilt für Türkei, das gilt natürlich für eine Reihe von Schwellenländern mit hoher Auslandsverschuldung, vor allen Dingen in Fremdwährung. Stichwort Japan zum Abschluss. Irgendwann wird es natürlich schon kritisch. Die Sparquote sinkt schon. Das heißt, irgendwann einmal ist das, was möglicherweise für Investitionen verwendet werden muss, höher als das, was von der Ersparnisbildung übrig bleibt. Dann wäre das ein Problem, weil dann bräuchte ich Kapital aus dem Ausland. Und um das anzulocken, muss ich möglicherweise die Verschuldung in der Fremdwährung ausnehmen. Also, wenn wir das Ganze zusammenfassen, aufgrund der Verschuldungssituation wird es in den meisten Industrieländern, sagen wir mal von wenigen Schwellenländern oder von einigen Schwellenländern, die Weltwirtschaft, die nicht so bedeutend sind, nicht zu einem Staatsbankrott kommen können. So, dann haben wir noch das Thema steigende Zinsen. Letztes Jahr sah es ein bisschen danach aus. Wir haben auch ein bisschen dran geglaubt. Wie wir alle wissen, hat sich das Thema so ein bisschen erledigt. Wir haben nicht mehr das Wachstum, natürlich auch ein Grund, warum die Investitionen natürlich weltweit nicht mehr so stark gestiegen sind, die privaten Investitionen vor allen Dingen. Das heißt, von der Seite nicht so der große Druck, Stichwort Wachstum, Stichwort starke Rohstoffnachfrage, stark steigende Produktivität und daher die Lohninflation jetzt nicht so mächtig angestiegen. Also wenn man uns mal die historische Entwicklung anguckt, natürlich sind wir in einem extremen Niedrigzinsumfeld, was sich natürlich aber ein bisschen relativiert, wenn wir in die Geschichte blicken und diese Nachkriegszeit ein bisschen ausblenden, die natürlich von dem Wiederaufbau und von gewaltigen Wachstumsraten gekennzeichnet war. Das heißt, wir sind hier in diesem Umfeld hier. Klar, die Notenbanken leisten ihren Beitrag, dass wir gerade in Europa auch im Negativbereich sind oder in weiten Teilen Europas. Würden die rausgehen, wären die Zinsen vielleicht ein halbes oder ein Prozent höher, aber wer wahrscheinlich nicht. Also von daher ganz klar, von der Seite her sieht es jetzt nicht so aus. Ja, käme es zu massiven Anstiegen, dann wahrscheinlich hätten wir schon Probleme auf der Verschuldungsseite. Und traditionell haben Börsenhossen immer geendet und irgendwann auch Rezessionen begonnen, wenn die Notenbanken die Zinsen massiv hochgezogen haben. So, ich würde mal sagen, das tun sie garantiert nächstes Jahr nicht. Powell hat es mal gesagt, nächstes Jahr passiert gar nichts. Die EZB, der würde ich sogar zutrauen, dass er noch was drauflegt. Bei den Anleihenkäufen vielleicht aber dann von den Negativzinsen weggeht. Also von daher, von der Notenbankseite droht da definitiv nichts. Weltweit ist der Trend ja eher Richtung noch eher sinkende Zinsen von Seiten der Notenbanken. Also Sicht 1-2 Jahre sehe ich von der Seite ehrlich gesagt keine Problematik. Also die steigenden Zinsen werden es auch nicht sein, die uns da wahrscheinlich in massiven, diese, sag ich mal, Bubbles zum Einschluss bringen. Ja, soweit kleiner Zwischenstand zu dem Thema. Dann kommen wir doch noch auf das Thema Bewertung, weil das war ja die andere Geschichte, Stichwort Bubble, A, über steigende Zinsen, B, die Bewertungen sind ja so dramatisch hoch. Wir haben hier mal die Schiller KGVs zusammengestellt. Schiller KGV, aktueller Kurs zum Durchschnittsgewinn in der letzten 10 Jahre und jeweils wieder genommen, jeweils im Vorhaben der Basen der letzten und der Rezession, also März 2000, Ultimo März 2000, Ultimo 2007 und jetzt Ultimo November diesen Jahres. Man sieht, mit Ausnahme USA diesmal, sind wir überall niedriger, wenn wir dieses Maß, dieses Bewertungsmaß nehmen, als bei den letzten beiden Crashs. USA sind wir ein Tick höher, aber wir sehen auch, wie weit wir noch weg sind von dem Jahr 2000. Sie erinnern sich, Technologieblase, Schiller damals 94 schon gewarnt und in der Tat 2000 hat es ja dann auch wirklich geknallt. Also von der Seite deutet es noch nicht darauf hin. Jetzt können wir vielleicht noch über Immobilienblasen sprechen.
würde sagen, ja, okay, in München, Stuttgart, Frankfurt kann man sicherlich drüber reden. Im Rest von Deutschland glaube ich eher nicht. Und weite Teile der Welt haben die Immobilien schon geplatzt, die Immobilienblasen hinter sich. Von daher können die jetzt eigentlich in näherer Zukunft nicht blasen. Ich denke jetzt mal so in USA, Spanien oder solche Länder. Also von der Seite auch das eher nicht. Also von daher, Crashkorrekturen können natürlich immer kommen. Wie gesagt, 20 Crash ist eine Korrektur von 20%. In Deutschland hat man die schon im Dezember letzten Jahres oder im letzten Quartal, vierten Quartal letzten Jahres. Allerdings der größte Crash aller Zeiten, würde ich sagen, kann wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Da glaube ich, muss man sich jetzt das Weihnachtsfest noch nicht vermiesen lassen. Damit würde ich den Blick noch ein bisschen kürzerfristiger wenden, auch auf das Thema Politik natürlich im Moment. Sie kennen ja unsere Vorgehensweise, das Thema fundamental, die monetäre Seite, die Flows, die Psychologie. Gehen wir gleich auf die wirtschaftliche Situation. Das ist natürlich der Hoffnungsschimmer für uns, für viele andere natürlich im Augenblick auch, was auch ein bisschen erklärt, dass das Sentiment jetzt in den letzten Wochen sich hier ins Positive gedreht hat. Die Erwartung, dass die Konjunktur sich stabilisiert, oder das tut sie schon, wenn man auf die Frühindikatoren schaut, und sich dann eben bessert im Verlauf des nächsten Jahres. Das wird keine gewaltige Wirtschaftsaufschwung werden, aber es sieht nach nur einem sehr, sehr bescheidenen konjunkturellen Erholung im nächsten Jahr aus. Es gibt halt dummerweise eine Unsicherheitsfaktor, der andere wird möglicherweise heute gelöst. Aber selbst wenn die Tories nicht die Mehrheit schaffen, glaube ich, ist der Hard Brexit, würde ich den hier ausschließen. Also von daher das Risiko natürlich ganz klar, dass der Handelskrieg wieder aufflammt. Bis zum 15. sollte eigentlich eine Entscheidung da sein, sonst wird Trump ja die Zölle erhöhen. Nach den letzten Informationen sieht es nicht so aus, dass es zu einem Abkommen kommt. Vor dem 15. ist ja nicht mehr viel Zeit. Was man so hört, wird sich das verzögern. Und es ist jetzt am Augenblick nur die offene Frage, ob Trump dann eben trotzdem schon mal die Zölle erhöht, um den Druck zu erhöhen, oder ob er das nicht tut. Wenn er das tut, könnte das die Weihnachtsrallye empfindlich stören. Wenn er sagt, okay, nee, ich mach's nicht, wir verhandeln weiter, wir sind alle guter Dinge und sensationelle Verhandlungen, also seine übliche Terminologie, dann kann die Weihnachtsrallye kommen. Also von daher, absoluter Unsicherheitsfaktor im Augenblick, deswegen kommen nachher noch drauf, auch Sicherungen eingezogen, jetzt vor zwei Wochen in den Fonds, weil wir einfach in dieser Unsicherheitsphase jetzt leben und das Ganze auch noch zusammentrifft, doch mit einer sehr positiven Einschätzung jetzt der meisten Marktteilnehmer. Vor ein paar Wochen waren wir noch eher eine Minderheit, jetzt ist es doch so, dass die große Mehrheit sehr bullish ist. Warum eben dieser Wirtschaftsaufschwung nötig ist, ganz klar, Gewinnentwicklung. Wir brauchen einen Dreh im nächsten Jahr. Letzte Schätzungen sind so, dass wir in den USA nur 1% schaffen, in Deutschland sind wir unter 0, weltweit so, oder lassen wir mal China und so weiter hier um die Nulllinie herum. Und da muss natürlich ein Dreh zum nächsten Jahr sein. Die Konsensschätzung in den USA mit 9 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu hoch, aber es muss natürlich schon so 4-5% wenigstens werden. Sonst wird es natürlich schwierig mit der weiteren Börsenentwicklung. Ja, ganz klar, das ist nichts Neues, Vollgas von Seiten der Notenbanken wieder. Ich habe ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, Bilanzsummen gehen wieder kräftig hoch. Der Pfeil entspricht der Schätzung. Wir haben es einfach zusammengerechnet, 20 Milliarden Euro der EZB seit 1. November, jetzt 60 Milliarden der FED bis zum Ultimo März nächsten Jahres, getarnt als Liquiditätszufuhr, als Liquiditätssteuerung, in Wirklichkeit ist es QE, und die Bank of Japan mit ihren üblichen 50 bis 60 Milliarden Dollar pro Monat, um die Zinskurve eben bei Null zu halten. Die wollen ja in Japan keine negativen Zinsen, da sind die schon ein bisschen intelligenter wie die EZB, sondern wollen es ganz einfach halten, vorne Null, hinten Null. Das ist genau das, was diese Steuerung dort macht. Und wenn wir das Ganze eben aggregieren, dann kommen wir so ungefähr auf diese 130, 135 Milliarden Dollar. Und das entspricht auf Sicht der nächsten 9 Monate dem Pfeil. Also von daher, von der Seite her Vollgas, wie gesagt, steigende Zinsen, kein Thema, definitiv auf Sicht der nächsten 12 Monate. Das sieht man auch, wenn man sich die Geldmengenversorgung anguckt, ist ja heute nicht mehr ganz so populär.
wie zu der Zeit, wo ich in der Branche angefangen habe, hier mal Geldmenge im 1 in Europa, sieht man in den USA ähnlich aus. Ist natürlich ein ganz guter Indikator, wenn zu viel Liquidität entfernt wird, was den Kapitalmärkten dann auch nicht mehr zur Verfügung steht, ist das in der Vergangenheit ein ganz, ganz guter Indikator gewesen, dass da an der Börse nicht mehr allzu lang weitergehen kann. Und das sehen wir so ein bisschen, wenn Sie frühere Aktienmarkteinbrüche sich mal angucken, auch hier 2000 oder 2007, 2008, auch dann 2015, 16, als es dann ein bisschen runterging. Wir sehen im Augenblick, Geldmengenversorgung geht eher nach oben weltweit. Von der Seite also ganz klar ausreichend Liquidität für die Kapitalmärkte vorhanden. Ja, kaufen die Leute Aktien? Nee, tun sie nicht. Sie kaufen Renten- und Geldmarktfonds. Scheint sich aber auch am aktuellen Rand ein bisschen zu drehen. Also in den letzten Wochen, zwei Monaten gibt es eher wieder ein bisschen Zuflüsse. Eher natürlich in Indexfonds, weniger in die aktiven Fonds. Scheint sich auch da, wie gesagt, ein bisschen zu stabilisieren. Hat sich rumgesprochen, dass die Börse dieses Jahr sehr gut gelaufen ist und ja, da tut man ja oft am Jahresende noch ein bisschen was korrigieren, damit es in der Bilanz des Jahres ein bisschen besser aussieht. Und wie gesagt, von daher, im Augenblick scheint sich zumindest dieser Trend nicht weiter fortzusetzen. Aber der könnte natürlich schon im nächsten Jahr einen gewissen Druck ausüben. Ich denke mal vor allen Dingen ans Anfang nächsten Jahres, wenn die Instis dann auch vor den Neuanlagen stehen mit frischen Risikobudgets, könnte schon sein, wie gesagt, in dem Umfeld, wenn da vom Handelskrieg nichts schief geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da Geld in die Aktienmärkte reinkommt, sodass wir vielleicht im ersten Quartal vor einer ganz guten Entwicklung stehen. Sentiment, wie gesagt, gibt es da viele Indikatoren, wir gucken uns viel da an. Hier mal nur den von der American Association of Individual Investors, diese Umfrage, und zwar diese Anteil der Bearishness. Also sprich, wie bärisch sind die Marktteilnehmer? Und da sieht man halt im Moment sind es unter 30%. Das ist schon relativ niedrig. Gute Kaufindikatoren sind es normalerweise, wenn es über 40 ist. Sie erinnern sich Dezember letzten Jahres mit 50%. Auch dieses Jahr gab es ein, zweimal ganz gute Chancen. Da sieht man im Augenblick ganz klar, hat die Kursentwicklung sich natürlich auch in der Stimmungslage der Anleger niedergeschlagen, sieht man, wie gesagt, auch ein bisschen in bescheidenen Zuflüssen. Von daher sind wir im Augenblick da so ein bisschen vorsichtig. Möglicherweise, wie gesagt, fällt die Weihnachtsrallye auch aus. Gerade, wie gesagt, wenn es jetzt noch ein paar Irritationen gibt wegen des Phase 1 Abkommens. Wie gesagt, an der Stelle ganz klar, wenn das Abkommen komplett scheitert, das Ganze in eine Katastrophe endet, sage ich jetzt mal, die Verhandlungen, dann ist ganz klar, dann werden wir kräftige Aktienmarkteinbrüche Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres sehen. Aber das ist, man kann nicht sagen, dass es keine Wahrscheinlichkeit hat, aber die Wahrscheinlichkeit halten die jetzt für nicht so hoch, weil wir einfach davon ausgehen, dass Trump die Wahl im nächsten Jahr gewinnen will. Und wenn das Ganze eskaliert, dann wird sich die Konjunktur in den USA massiv weiter abschwächen und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann die Wahl gewinnt, ist relativ gering. Ja, zusammenfassend ganz klar, Geldpolitik und Positionierung der Anleger ist dunkelgrün, die Ampel. Fundamental gehen wir einfach davon aus, dass es aus dem Gelb-Orange-Bereich langsam nach links rüber wandert und die Erwartung eben sich dann auch die Prophezeiungen erfüllen, dass das nächste Jahr besser wird, konjunkturell, dass wir eine Konsolidierung und Aufschwung bekommen und wie gesagt, psychologisch im Moment eher Vorsicht, die Sentiment ist schon fast wieder ein bisschen zu positiv im Augenblick, um da jetzt massiv einzusteigen. Der Marktentwicklung, ganz klar, China seit auf Sicht jetzt, ist nicht ganz seit Jahresanfang, so ein bisschen länger zurück, seit November, da sieht man, ist China nach wie vor vorne, aber die hatten natürlich die größte Entwicklung vor dem Mai, vor dem 2. Mai oder 1. Mai, als Trump dann die Verschärfung des Handelskriegs angekündigt hat. Seitdem jetzt nicht mehr so die tolle Performance. Die USA nach wie vor vorne, hat in den letzten Wochen auch wieder aufgeholt. Davor war Europa ja massiv im Steigen begriffen. Und ganz klar, wenn es zu diesem Kompromiss, zu diesem Phase 1 Abkommen im Handelskrieg kommt, ist für uns natürlich ganz klar Europa der Favorit auf Sicht der nächsten 3-6 Monate. Günstige Bewertung, der größten, sagen wir mal, Turnaround-Charakter auch von der Gewinnentwicklung.
Also von daher ganz klar Deutschland, Europa Hauptprofiteure, wenn es zu dieser Entspannung im Handelskrieg kommt. Europa ganz klar die 400er oder knapp über 400 ist ja die Höchstmarke im Stock 600, hat jetzt wieder mal nicht geklappt. Mal gucken, ob es jetzt dieses Jahr noch klappt, aber wie gesagt, da muss alles gut gehen, da muss das Abkommen kommen, möglichst am Wochenende oder Anfang nächster Woche. Ansonsten wird das Ganze vertagt. Es ist unsere Erwartung vor dem Hintergrund dessen, was ich geschildert habe, dass das klappt. Wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres. Aber ganz klar, in den letzten drei Mal hat nicht funktioniert. Aber da sieht man halt nochmal auch zu dem Thema Bewertung. In Wirklichkeit ist eben am Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren in Europa nicht viel passiert. Es sind im Prinzip nur die Dividenden, die man vereinnahmen konnte. Also vor dem Hintergrund auch so ein bisschen zu diesem Blasengerede. Das ist einfach Unsinn. Schauen wir auf den DAX. Dann sieht man auch in diesem Trend, der natürlich, den man ja neu einzeichnen musste im Dezember letzten Jahres. Aber ganz klar auch da historisches Hoch in Reichweite. Jetzt sind es, glaube ich, jetzt sind es wieder 400-500 Punkte, bis wir die 13,6 dann da oder 13,55 oder irgend sowas packen. Auch da ganz klar, das wäre, so sind wir an vielen Markt, an vielen Märkten, an solchen Märkten, die natürlich spannend sind, wenn sie nach oben gerissen werden und die dann wahrscheinlich viele noch in diesen Markt reinreißen, weil das ist so ein bisschen die Problematik des Börsenzyklus. Die stärkste Wertentwicklung, die stärkste Performance in dem Börsenzyklus erzielt man eigentlich immer am Anfang, also Sie erinnern sich 2009, und am Ende eines Zyklus. Am Ende kommt ja normalerweise ein bisschen Euphorie rein, ein bisschen Übertreibung, aber das sind normalerweise die zwei stärksten Phasen eines Börsenzyklus. Jetzt wissen wir alle im Augenblick, alle, oder in diesem Zyklus ist vieles anders wie in der Vergangenheit, aber das so ein bisschen, sollte man so ein bisschen im Hintergrund haben. Das ist auch der Grund, warum so ein Börsenguru noch nie reich geworden ist, es sei denn über den Absatz seiner Bücher. Schauen wir auf den Winbond, unseren defensiven Multi-Asset-Fonds, maximal 20% Aktien, maximal 20% Fremdwährung. Von der Quote her über Anleihen sind wir bei knapp 20%. Über Futures, Nachsicherung sind wir ungefähr jetzt bei 15%. Die haben wir, wie gesagt, vor knapp 2,5 Wochen reingezogen. Als Trump angedeutet hat, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird, oder sich, dass er sich auch vorstellen kann, dass das Ganze noch länger hinzuziehen, bis eventuell nach der Wahl, was wir jetzt hier für unrealistisch halten. Struktur, ganz klar, das Übergewicht in Europa. Schwellenländer waren mal gut dabei bis Mai diesen Jahres, haben dann massiv China abgebaut aufgrund der Verschärfung des Handelskriegs. Und wie gesagt, Asien, Nordamerika, auch insbesondere aus, gerade USA aus Bewertungsgründen eher niedriger gewichtet. Anleihen würde ich mich heute zurückhalten, im Augenblick auch keine Opportunitäten, die wir sehen. Wir sind nach wie vor in US Treasuries drin, haben ein bisschen Duration rausgenommen. Wir haben unsere gut 10% im High-Yield-Bereich, Corporates mit über 20%. Italien haben wir verkauft, als uns die Spreads zu gering geworden sind. Gut 20% im Hartwährungsbereich in Schwellenländeranleihen, nicht in Lokalwährung, da haben wir im Moment gar nichts. Also von daher zu grob zur Rentenstruktur und ja, 5% oder knapp 5% in Gold und Silber, was uns immer so ein bisschen hilft, wenn die Börse auch mal ein bisschen korrigiert. Ja, zur Renditenseite, wie gesagt, Duration bei 4, warum sind wir, glaube ich, bei 3,5, also haben wir ein bisschen was runtergenommen. Nutzen die Dollarquote stark aus, also diese 20%, soweit wir die nutzen können, verwenden wir ganz überwiegend für den US-Dollar. Wir gehen jetzt nicht, der Markt geht ja davon aus, dass nächstes Jahr die große Eurozeit kommt. Ist nicht völlig auszuschließen, wenn es zu massiven Kapitalinflows nach Europa kommt. Aber da fast alle Bullis sind für den Euro, sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Das, denke ich, ist auch der wesentliche Grund, warum der Euro eben im letzten Jahr, oder in dem jetzt ablaufenden Jahr, nicht gestiegen ist, sondern sogar gefallen ist. Zu den Top Ten, kurz zu den Aktien und der Mischung. Der Brenner, ganz klar, die Gazprom in diesem Jahr. Wir haben natürlich da die Position dann auch wieder deutlich runtergefahren, sodass wir da gut 100% da drauf gemacht haben. Das war natürlich, wir haben nicht schon länger in den Portfolien, da ist natürlich im letzten Jahr uns massiv diese starke Dividendenerhöhung entgegengekommen. Dann ganz klar, SAP ist immer eingestiegen in den Rückgang
von vor einigen Monaten, weil auch die neue Führungsspitze sich da etabliert hat. Und das hat uns dann ja relativ schnell diese 11% beschert, weil diese Positionen sind nicht so alt. Intel haben wir ganz gut im Einbruch in diesem Jahr gekauft, im Sommer, glaube ich, war es. Was natürlich sensationell gelaufen ist. Die Kiagen haben wir gekauft vor einiger Zeit. Leider nicht auf dem Tiefpunkt, aber nichtsdestotrotz, Sie kennen ja die Übernahmestory. Das ist sehr gut gelaufen. Post ist seit Jahresanfang drin, Buick ist drin, französischer Bauwert. Next haben wir vor einer Zeit rausgenommen, Stichwort UK Domestic, sollte eigentlich Next, amerikanischer Einzelhändler mit 50% Umsatzanteil im Internet. Also von daher sehr modern aufgestellt. Johnson & Johnson haben wir auch mal gekauft, die haben ja mal wieder ein bisschen Probleme mit ihrer Penatencreme. Von daher haben wir, oder Babypuder ist es, glaube ich, da haben wir also auch in dem Rückschlag dann ein bisschen was reingenommen. Also so grob RWE ist das ganze Jahr drin, Unternehmen im Gold, Silber. Ja, was haben wir noch? Wertentwicklung, Historie, ganz klar, der Fonds auf Dauer in der Peer Group ganz vorne im ersten Quartil, 5 Sterne, Fonds 1 und so weiter, was es alles an Auszeichnungen gibt. Kurzfristiger jetzt, ich habe den Vorjahr im letzten Frühjahr Sommer übernommen. Jetzt auf Sicht ein Jahr sind wir auch, Jahresanfang sind wir klar vorne, mit 7% jetzt aktuell da, jetzt noch etwas über 7%, klar vor der Peer Group, mit einer sehr überschaubaren Vola. Das ist jetzt ein Einjahres-Vola, muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil die Marktvolatilität auch relativ niedrig ist, sodass wir also aktuell auf eine Sharpe-Ratio von über 2 kommen. Das wird sich auf Dauer nicht so bleiben, aber man sieht, das hat jetzt auf Sicht der letzten 12, 18 Monate auch ganz gut funktioniert. Von daher der Fonds über alle Zeiträume vorne und ist, wie gesagt, bei den defensiven Multi-Asset-Fonds ganz vorne. Es gibt in der Peer-Group natürlich ein paar, die besser sind. Das sind die, die auch unter defensive Mischfonds laufen, aber eben deutlich höhere Aktienquoten fahren können. Also Stichwort 30-35% Aktienquoten fahren. Da haben wir natürlich gerade in den letzten Monaten, konnten wir mit denen natürlich nicht mithalten. Und wie gesagt, natürlich die Fremdwährungsobergrenze hat uns natürlich ein bisschen auch limitiert. Sonst hätten wir natürlich sicher im Dollarbereich noch ein bisschen mehr drin gehabt. Info. Ja, aber wie gesagt, im defensiven Bereich, glaube ich, kommt man um den Fonds nicht drum herum. Kurz noch zu den anderen Long-Short-Allocator hatten wir ja umgestellt im Frühjahr diesen Jahres, offiziell so eigentlich so ab dem 1. Juli. Ganz klar, unser Ziel, Allocator hatten wir ja vorher schon, wir mussten jetzt auch nicht allzu viel ändern. Uns klar, ganz klar unsere Idee, wir wollen günstige Qualitätsaktien kaufen, wir wollen also ein bisschen besser generieren, indem wir grob neutral eine Aktienquote von ungefähr 40% fahren, als Neutralquote. Wir wollen ein bisschen Alpha generieren, was schwer genug ist, indem wir natürlich eben flexibel über Futures Hedges reinziehen. Also die Shortseite machen wir nicht über Einzelwerte, sondern über ein Future. Und last not least, wir beschränken uns nicht auf Long Short Equity, sondern auch auf liquide Anlageklassen wie Renten und Edelmetalle. Renten, ganz klar, Duration kann man auch short gehen, Edelmetalle werden wir jetzt nicht short gehen, aber das sind so grob die anderen Anlageklassen, die wir in dem Fonds auch drin haben und berücksichtigt ganz klar, Edelmetalle haben wir ja auch fast, ich glaube, 8 oder 9% drin, Renten haben wir Treasuries natürlich drin, als kleinen Hedge zur Aktienseite und wie gesagt, von der Struktur her sind wir im Augenblick so bei 36% Aktien, also auch da ein bisschen defensiver, nachdem die letzten Monate sehr gut gelaufen sind, haben wir das auch so ein bisschen gesichert. Und ja, wie gesagt, Duration auch ein bisschen nicht mehr ganz so lang, wie wir das waren. Also wie gesagt, grob im Augenblick die Struktur, 35% Aktien offen und auf der Long-Seite sind wir, glaube ich, jetzt ungefähr so bei 65% oder sowas. Also von daher die Grobstruktur und das Ziel, was wir längerfristig haben, was wir jetzt dieses Jahr natürlich schon erreicht haben, aber da hat der Markt natürlich mächtig geholfen, ist 5%. Im Augenblick sind wir so etwas über 6% bei einer Volatilität von 5%. Das ist so grob das Ziel. Da sehen wir zum Wettbewerb ganz gut aus, denn viele Wettbewerber tun sich in diesem Jahr relativ schwer. Mal hier so die größten Absatzstärksten in Deutschland im globalen Long-Short-Equity-Bereich und im europäischen Long-Short-Bereich genommen. Namen tun jetzt nichts zur Sache.
Da sieht man, da sind wir jetzt in diesem Zeitraum relativ deutlich vorne. Eine hat mal jetzt letztlich mal so einen Lucky Shot gehabt über eine Biotech-Bude, die sich mächtig, die er mit großer Position drin hatte und die sich mächtig nach oben entwickelt hat. Aber man sieht, er ist trotzdem noch im negativen Bereich. Also viele dieser Fonds tun sich über die letzten ein, zwei Jahre sehr, sehr schwer. Da war das Marktumfeld offensichtlich sehr, 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 sehr herausfordernd. Also von daher, da sehen wir uns ganz gut positioniert und gehen natürlich davon aus, dass wir das auch halten können. Davor immer noch überschaubar, aber wir sind zuversichtlich, dass wir uns so Richtung Jahreswechsel oder Anfang nächsten Jahres in Richtung 10 Millionen bewegen. Aber wir sind auch vor dem Hintergrund noch dankbar für Zuflüsse. Zum Strategy noch zum Abschluss. Auch da eine relativ offensive Gewichtung mit über 80%. Auch da ist so, dass wir eine Sicherung drin haben. Bis auf, ich glaube, sind aktuell so 63-64%, dann jetzt wahrscheinlich vor dem Wochenende noch ein bisschen was rausnehmen, um nicht voll da reinzugehen, aber auch da so ein bisschen ganz leicht vom wieder ein bisschen was reingenommen, weil wie gesagt, wir hatten eigentlich schon gedacht, dass die letzten 2,5 Wochen schon ein bisschen was passiert. Also von daher nicht mehr ganz so offensiv, aber die Grundstruktur ist natürlich ausgerichtet aufs nächste Jahr, auch da ganz klar mit einer Übergewichtung in Europa. Wertentwickler Top 10 auch an der Stelle natürlich einige Überschneidungen zum Winbond. Auch hier die Gazprom jetzt hier der Top-Anteil mit 3,8%. Sanofi ist immer ganz gut dabei, seit letzten Wochen auch sensationell gelaufen. ACS hat man, glaube ich, im anderen Haus auch ein spanischer Bauunternehmen. Neues Nickel im Kunststoffbereich, Saint-Gobain auch im Baubereich, Zement. Und zwei Banken auch, die Banque Bruxelles-Lombard-Gruppe, Bruxelles-Lombard und ING und Johnson & Johnson, die wir auch in Bonn drin haben. Wertentwicklung, da sind wir hier zu den 11%. Wie gesagt, da gibt es eine Reihe von Wettbewerbern, die deutlich besser sind. Ist ein bisschen geschuldet unserem Value-Bias, der natürlich uns vor allem im zweiten, dritten Quartal wehgetan hat. Wie gesagt, jetzt in diesem Quartal haben wir mächtig dadurch wieder aufgeholt. Aber ganz klar, wir gehen ein bisschen davon aus, dass natürlich dieses Aufschwungsszenario, dieses Konjunkturerholungsszenario getragen wird von dem Umstand, dass natürlich Value-Werte, zyklische Werte auch ein bisschen davon profitieren sollten. Auch dann in so einem Umfeld die Zinsen ein bisschen hochgehen, von daher der ein oder andere Finanzwert davon ein bisschen profitieren sollte. Das ist so grob unsere Ausrichtung. Wie gesagt, war dieses Jahr gerade im zweiten, dritten Quartal hat uns das eher nochmal Gegenwind beschert. Aber ich denke, die mega Outperformance im Quality-Bereich, die wir jetzt gerade in diesem Jahr auch nochmal gesehen haben, ich glaube nicht, dass die in dieser Dynamik sich fortsetzen wird. Wie gesagt, schauen Sie mal auf eine Wertentwicklung von der Nestlé in den letzten Monaten. Ich glaube, da sieht man schon ein bisschen, da wird wahrscheinlich ein bisschen die Luft rausgehen auf Sicht des nächsten Jahres. Ja, soweit zu den Märkten, zum Marktausblick. Einmal ein bisschen kurzfristiger fürs nächste Jahr. Und auch ein bisschen längerfristig zum Thema Crash und kommt der Crash. Ja, zum Abschluss nochmal, kommt der Crash? Ja, er kommt auf jeden Fall. Er wird irgendwann kommen, wir wissen nicht wann. Und bis dahin wird man noch vermutlich relativ viel Geld an der Börse verdienen können. Wer das nicht will, wer sich leisten kann, darauf zu verzichten, kann auch jetzt schon einsteigen. Und ich glaube aber, die meisten, die sich das Buch kaufen, waren nicht an der Börse investiert und brauchen eigentlich nur eine Rationalisierung, warum Sie nicht an der Börse investieren. Damit erstmal vielen Dank und ich freue mich auf viele Fragen. Ja, vielen Dank, Manfred. Ich bin froh, dass es keinen Crash unterm Weihnachtsbaum geben wird. Wir gucken uns mal die Fragen an. Gleich die erste zu dem Crash, auch Crash, bei den Crash-Szenarien, macht es denn Sinn, dann die Goldquote anzuheben? Also wenn man an den Crash fest glaubt, wahrscheinlich schon. Es macht sicherlich Sinn, als Hedge auch zum Aktienmarkt, sich Gold und Silber reinzunehmen, wobei für mich die wichtigste Determinante für die Edelmetalle der Realzins ist. Da gibt es die stärkste Korrelation. Und ein sinkender Realzins oder sogar negativer Realzins, wie wir ihn in Deutschland haben, ist natürlich optimal für Gold und Silber, weil da kann ich ja sogar die Lagerkosten oder die Zertifikatskosten damit finanzieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, der ganz wesentliche Faktor. Und es ist ganz klar, von der Zinsseite her sieht es nicht nach steigenden Zinsen aus oder vielleicht eher im längerfristigen Bereich. Ja, habe ich ja vorhin gesagt, aber das wird sehr überschaubar sein.
Aber die Inflation geht ja jetzt zum Jahresende auch ein bisschen hoch aufgrund von Basiseffekten. Wir haben jetzt gestern USA gehabt mit 2,1% Inflation. Auch in Deutschland werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hochgehen. Also von daher, der Realzins ist natürlich ein starker Indikator für Gold und Silber. Aber jetzt mein ganzes Depot da reintunken würde ich nicht machen. Also ich habe mir auch mal, wenn Sie die letzten 100 Seiten dieser Cashbücher lesen, dann finden Sie da immer die Empfehlung des jeweiligen Fonds. Neben einer natürlich Honorarberatung findet sich der eigene Fonds. Und deswegen habe ich bei Friedrich Weiger mal reingeguckt. Der sieht schon ein bisschen aus wie der von Mack und Weise, falls Sie da mal einen Fonds gesehen haben. Was natürlich dieses Jahr erklärt, dass die Performance gut ist. Wenn Sie natürlich ein paar Jahre zurückblicken, dann ist die Wertentwicklung natürlich null. Und das ist natürlich auch kein Problem, weil diese Kollegen machen natürlich Vermögenssicherung und nicht Vermögensverwaltung. Sie wissen ja, Vermögenssicherung heißt ja, dass man langfristig nur eine Null-Performance machen muss. Danke. Nächste Frage. Du hattest sehr viel über Staatsverschuldung gesprochen. Gibt es eigentlich auch Daten über die Entwicklung des Staatsvermögens? Die wird es wahrscheinlich geben. Ich habe sie jetzt nicht präsent, aber es ist natürlich klar, dass in der Phase, wir haben ja eine lange Friedensphase in den meisten Ländern der Erde, Europa, also in ganzen Industrieländern, da ist natürlich klar, dass das Volksvermögen massiv angewachsen ist. Aber ich meine, dieses Vermögen wird natürlich auch, wie soll ich sagen, unterliegt natürlich auch einer Abnutzung. Und ich meine, das sehen Sie an der Infrastruktur in Deutschland relativ deutlich. Die schwarze Null können Sie ja ganz gut auf den Straßen, in den Schulen ihrer Kinder ganz gut beobachten, wie es da aussieht. Denn da ist natürlich in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren unglaublich wenig investiert worden. Und das ist natürlich der Preis, den wir gerade in Deutschland für die schwarze Null gezahlt haben. Dieser Preis ist natürlich schon sehr, sehr hoch. Und wenn ich da wieder auf Japan gucke, wir sind es ja gewohnt, auf Japan immer runter zu blicken. In Japan haben sie eine fantastische Infrastruktur. Da sind Züge pünktlich. Da ist 97% aller Züge pünktlich. Das hat natürlich seinen Grund. Das liegt nicht daran, dass man die Bahn nicht managen kann, sondern es liegt natürlich daran, dass man die auch totgespart hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, das sieht man überall. Und das wird sich jetzt natürlich ändern, weil ich meine, die schwarze Null ist tot. Nicht nur, weil jetzt der Finanzminister zur lahmen Ende geworden ist, sondern gucken Sie an den Green Deal von Frau von der Leyen. Das ist, glaube ich, jetzt eine Tendenz, die wir massiv in den nächsten Jahren sehen werden. Die Fiskalpolitik wird jetzt massiv angeworfen. Klar, geldpolitisch kann ich nichts mehr machen. Und wie gesagt, ich habe es vorhin aufgezeigt, die meisten Länder haben kein wirklich großes Problem, die Staatsverschuldung hochzufahren. Und ich kann das natürlich mit den Zinsen auch extrem vorteilhaft refinanzieren. Und ich denke schon, dass wir da in Deutschland ein bisschen was verpasst haben in den letzten Jahren. Leider ist es jetzt halt recht spät, denn die Problematik ist natürlich, dass wir in weiten Teilen der Wirtschaft nicht mehr die Kapazitäten haben. Insbesondere im Bausektor haben wir überhaupt nicht mehr die Kapazitäten. Das heißt natürlich, da werden die Preise schon steigen, aber ob das jetzt zu einer massiven Inflation reicht, würde ich nochmal ein Fragezeichen machen. Aber wir haben einfach ein Riesenproblem, selbst wenn die Politik jetzt diese Programme beschließt, wir können sie eigentlich kaum umsetzen, weil wie gesagt, wir haben in der Industrie, gerade in der Bauindustrie, gar nicht mehr die Kapazitäten. Also haben wir natürlich viel, sagen wir mal, verpasst in den letzten Jahren und da ist es wahrscheinlich jetzt weitgehend schon zu spät, um sowas noch zu machen. Die Gefahr, die ich an der Stelle sehe, ganz klar, und das ist die Riesenthematik, wenn man die Staatsverschuldung oder eine steigende Staatsverschuldung für den Konsum verwendet. Also Sprichwort Grundrente, Stichwort vielleicht Rente mit 53, oder Rente für mehrfache Studienabbrecher wie Kevin Kühnert oder irgend sowas, dann ist das natürlich fatal, weil dann kostet das natürlich langfristig massives Wachstum und dann ist es extrem dysfunktional. Und das ist eigentlich meine größte Sorge. Staatsverschuldung oder steigende Staatsausgaben in der Hand von unverantwortlichen Politikern, das ist wirklich lebensgefährlich. Eine Frage, die dazu passt, ist, solange es eine EZB gibt, können wir da überhaupt pleite gehen? Im Prinzip in Europa eigentlich nicht, weil wir haben in Europa eher steigende Ersparnisse.
Ich hatte vorhin erwähnt, auch in Deutschland ja ganz verrückt, denn je negativer die Zinsen geworden sind, umso mehr sparen die Deutschen. Früher hatte man gedacht, die verballern dann alles. Nein, nein, das ist sicherlich ein Phänomen, dass viele für ihre Altersvorsorge, an ihre Altersvorsorge denken. Und es ist ganz klar, wenn ich es über Renten mache, dann muss ich natürlich umso mehr sparen, je niedriger die Zinsen sind oder so, oder ob die Zinsen sogar negativ sind. Also von daher ganz klar, wir haben in Europa auch eine massive Diskrepanz zwischen den Ersparnissen der Unternehmen, also den Rücklagen der Unternehmen und den privaten Ersparnissen der Haushalte und der privaten Investitionen. Das heißt ganz klar, wir hätten hier ein Potenzial und wie gesagt, die EZB kann natürlich, das haben wir in Japan gesehen, noch mehr Staatsanleihen kaufen. Also selbst wenn die vom Markt nicht gekauft wird, was ja tatsächlich geschieht, ich meine, das ist ja, wie gesagt, ich bezweifle, dass die Zinsen drastisch höher wären, wenn die EZB nicht die Anleihen kaufen würde. Und so mächtig sind sie ja nun auch nicht gestiegen in der Phase, als die EZB keine gekauft hat. Also wir können uns das in Europa sicherlich leisten, aber ganz klar, Risiko wie immer, wenn Italien natürlich da freie Hand bekommt, dann ist klar, was damit passieren wird, dass Rente mit 50, weiß der Teufel, Mindestlohn auf 20 Euro pro Stunde oder weiß ich, was den Leuten alles einfällt. Das ist natürlich hochgefährlich. Nochmal eine Frage zur EZB und zwar, welches Zinssenkungspotenzial sehen wir denn überhaupt noch? Also in einer Notsituation kann ich mir so ziemlich alles vorstellen. Allerdings, ich glaube schon, dass es da so eine natürliche Grenze gibt. Und zwar resultiert die Grenze aus dem Finanzsektor. Also noch braucht man ja Banken, auch wenn ja Bankenbashing jetzt hochpopulär ist. Aber noch brauche ich einen funktionierenden Finanzsektor. Und wenn ich das tue, dann werde ich den Bankensektor massiv schädigen. Und ich glaube, das ist nicht im Interesse. Das hat die Politik zwischenzeitlich erkannt. Und wie gesagt, die Japaner sind ein bisschen weiter. Die machen das auch nicht. Und ich bin auch in der Hinsicht, habe ich eine gewisse Hoffnung, was Frau Lagarde betrifft. Ich glaube, sie hat die auch begriffen. Ich denke, man wird versuchen, bei der Null ungefähr zu bleiben und nicht tief im negativen Bereich zu gehen. Natürlich in der Notsituation ist es möglich. Was ich mir eher vorstellen kann, dass man dann die Anleihenkäufe nach oben fährt. Das halte ich sicherlich für denkbar, wenn man Sorge hat, dass der Zins zu sehr anzieht. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Instrument der Geldpolitik zur Konjunkturankurbelung bei dem Zinsniveau nicht mehr geeignet. Also das habe ich auch mal an der Uni gelernt. Der alte Keynes hatte mal eine sogenannte Liquiditätsfalle definiert und ich denke, aus dieser Falle kommen wir über die Geldpolitik nicht mehr raus, sondern da ist die Fiskalpolitik dran und da sehe ich ganz klar, da wird auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre, egal wie die Wirtschaftsentwicklung jetzt tatsächlich sein wird, einiges sich tun. Das Ganze wird unter dem Deckmantel des Klimaschutzes sein. Darunter wird es stattfinden. Das macht mich auch nicht ganz glücklich, denn da wird man natürlich sehr viel versuchen unter der Überschrift Investitionslenkung. Und ja, ich bin kein Anhänger von sozialistischer Wirtschaftslenkung. Aber das ist sicherlich auch eine gewisse Gefahr, dass das in ineffiziente Bereiche wandert. Wie gesagt, vor meinem geistigen Auge steigt da immer SolarWorld und Frank Asbeck aus, dessen Firma würde heute noch existieren bei der heutigen Klimapolitik. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Diesmal nicht EZB, sondern FED. Könnte eine überraschend positive Konjunkturentwicklung oder ein deutlich steigender Ölpreis denn die FED dazu bewegen, doch die Zinsen anzuheben? Also auf Sicht eines Jahres wahrscheinlich nicht. Da hat sich der Powell ja gestern relativ deutlich geäußert. Natürlich in der Extremsituation kann man das nicht völlig ausschließen, aber wie gesagt, Ölpreis. Wir haben halt ausgerechnet, die USA ist der zwischenzeitlich, glaube ich, größte Ölproduzent oder Ölgasproduzent der Welt. Die können über Fracking zumindest auf Sicht der nächsten Jahre noch kräftig hochfahren. Irgendwann kippt es ja dann nach unten. Also von daher, dadurch, dass ausgerechnet die USA die Möglichkeit hat, und ich glaube auch, dass Trump kein Interesse hat an massiv steigenden Öl- und Benzinpreisen vor der Wahl, wird er alles tun, um das zu verhindern. Also von der Seite sehe ich das Risiko nicht so sehr. Die OPEC versucht ja gerade mal wieder, aber die Förderdisziplin in OPEC ist ja nicht sehr stark entwickelt. Also von daher, ich glaube, das wird sich in Grenzen halten.
Und den Mega-Aufschwung würde ich jetzt für das nächste Jahr auch nicht unbedingt erwarten, sondern das wird schon in ein sehr bescheidener, eher blutleerer Konjunkturaufschwung werden. Und darüber steht immer noch der Oberbegriff säkulare Stagnation. So, dann kommen wir jetzt zum Ende. Danke, Manfred, für diese ausführlichen Ausführungen. Ich bin gespannt, wie das nächste Jahr wird. Wir wünschen Ihnen alle hier von Oberursel aus frohe Weihnachten und eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf dem Fondskongress in Mannheim sehen. Und ja, dann gibt es vielleicht schon neue Erkenntnisse. Ich bin gespannt. Vielen Dank, alles Gute und machen Sie es gut bis nächstes Jahr. Tschüss.